So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Manor's World Transport Fever. Wir haben hier unsere zwei Züge, die ich jetzt gerne verkaufen möchte, nachdem sie alle abgeladen haben. Das heißt, sobald sie hier rum sind, verkaufe ich sie, denn sie müssen hier hin. Ach nee, hier hin. Also sobald sie eigentlich verkauft haben, die Nahrung, kann ich sie verkaufen. So, dass wir sie auch auf die 100er Züge umbauen können. Mindestens einen von denen möchte ich auch haben. 100 und 100 Kapazität, das reicht sehr, sehr lange, glaube ich mal, weil hier haben wir ja Obergrenze 200, aber die sagen, in 700 werden wir verkleinert, deswegen, wir haben den Benz frei, jetzt mal schmeiß ich meine Maus weg, wir haben den Benz freigeschalten. Benz, der ist richtig nice, muss ich sagen. Jetzt habe ich meine DPI gerade verändert. Und jetzt müssen wir mal gucken, wir müssen jetzt nach und nach mal die Züge verkaufen und ich melde mich am besten mal wieder, wenn die Züge verkauft sind. So, der letzte Zug ist jetzt unterwegs ins Depot. Irgendwie fühle ich mich mit der Maus immer noch unwohl, seitdem es umgekippt ist, aber ich weiß nicht. So, wir haben hier den ersten Zug, den Zug 1, und wir haben hier den Zug 2, der gerade reingekommen ist. Wir haben ein neues Schiff, interessiert uns jetzt weniger. Beide Züge sind ja gleich lang, das wird es jetzt komplett ändern. Wir verkaufen beide Züge jetzt. Den ersten Zug für 1,1 Millionen und dann für 1,06. Wir holen uns jetzt den A35 und bauen auch wieder ein paar dran. So, aber diesmal zählen wir mit. 1, 2. Ah, meine Maus spinnt wieder, deswegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also meine Maus spinnt komplett wieder rum. 112. Machen wir eine Länge von 200 raus. Okay, geht leider nicht. Also 120 haben wir. Und das ist jetzt Sophie Essen Neu-Ulm. Und los geht's mit dir. Da haben wir den ersten Zug mal wieder umgebaut. Er soll ein bisschen kleines Vieh mitnehmen. Den lasse ich gleich mal umdrehen. Er ist ja jetzt auch viel, viel schneller als die anderen unterwegs. Das gefällt mir. Das ist ja schön. Und wer sich vielleicht fragt, was machst du eigentlich nebenbei? Du hast doch so viel Wartezeit. Guckst du dir da Videos an von dir oder holst du dir einen runter? Nein, nicht zum beiden. Ich spiele ein Spiel. Und ich weiß auch gerade nicht, wie das heißt. Einfach Goldmine aufbauen. Eigentlich so ein Klickerspiel. Finde ich eigentlich relativ lustig, so wenn man nebenbei so ein bisschen Klickerspiele spielt oder so. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier noch für einen Zug? Ach du Scheiße, die müssen hier umgebaut werden. Also hier, ich glaube, da können wir hier komplett umbauen auf so einen richtig schnellen Zug. Der, ja, ihr wisst, wie ich das sagen, was ich sagen möchte, der auch ein paar Leute mitnimmt. Und der aber nur einmal fährt. Ich glaube mal, es lohnt sich. Also auch so ein 100er Zug mit ein paar Wagen dran. Wir können ja einfach mal gucken. Wir können ja den Zug erstellen. Den Ersatzfahrzeug. Hier genau. Ach, hier genau. So, da können wir sagen, okay, wir löschen den ganzen Zug. Und erstellen jetzt einen Zug, der 100 km/h schnell fahren könnte. Oder kann. Dadurch auch hier die 100er habe. Und eine Maus spinnt einfach komplett rum. 4. So, 4, da sind wir bei 40, 4 mal 4 sind 12, da sind wir bei 52, sind wir bei 68, das müsste erstmal reichen, das wären 5 Millionen, das haben wir gleich wieder zusammen, da können wir, aber dann müssen wir einen Zug verkaufen, weil sonst, ach, wir können auch sofort ersetzen klicken, das ist auch geil. So, aber es ist nur für Zug 3. Wenn wir hier auf Details, nee, okay. Das heißt, wir müssen einen und gleich verkaufen. Normale Geschwindigkeit, den Zug anklicken, sobald der nämlich eingetroffen ist, werde ich den zum Verkaufen schicken. Und viel wird er ja nicht mehr geben. Aber es ist mir relativ schnurzpiep egal. Können wir mal noch mal gucken, da wird
Der gibt uns trotzdem noch 1 Million für diesen Zug. Obwohl, wir haben ja auch den großen dran. Wir haben hier den großen dran? Ja, wir haben den großen dran. Wir kriegen 1,4 Millionen für den Zug. Ha. Und ich kann wieder nicht sehen, wie viel Geld... Ach, wir haben nur 3 Millionen jetzt. Also 5 wären schon nicht schlecht. Wir können den Zug aber auch noch verkleinern und dann später noch vergrößern. Sagen wir mal 4 Millionen. 4 Millionen müsste komplett müsste reichen. Und da können wir den dann gleich sofort ersetzen, sobald wir das Geld haben. Und ich mache mir aber hier das hier auf, damit ich das sehen kann, weil bei mir ist ja dort wie immer die Anzeige, wie viel FPS ich habe. So, und dann spulen wir mal ein bisschen vor. Da kam gerade ein neuer Zug rein. Können wir gleich mal gucken, was der eigentlich drauf hat. Der fährt 90. Wenig PS. Zugkraft auch nichts. Dafür Betriebskosten wenig, aber ach. Das passt schon, das was wir jetzt haben. Ja, ich möchte sofort ersetzen. Da muss man noch bestätigen. Aber das ist schon okay. Also wir haben jetzt... der wird jetzt verkauft und... Da, nee. Achso, nee, sobald der am Dings ist, wird er, glaube ich, wird er, ihr wisst schon, umgebaut. So, da gucken wir mal, da müsste er jetzt umgebaut sein. Da ist er. Mit 42 Platz, viel zu wenig eigentlich, aber wir sehen, jetzt haben wir wieder ein paar Millionen. Jetzt können wir theoretisch sagen, okay, fahr mal kurz rein und wir bauen dich mal um. Und das werde ich auch machen. Ich werde denen sofort sagen, jo, komm rein. Und wir haben, was haben wir? Wir haben die hier. Und, Alter, hier kommt Geld rein. Das ist ja unglaublich. Warte mal, stopp. Bevor wir den vergrößern, wir haben doch noch einen zweiten Personenverkehr. Also wir gucken mal, wir haben hier 60 auf 0 Ulm. Oh. Das ist gerade die Strecke, die wir hier befahren. Und wir haben hier Dittersee, haben wir noch die Leute sitzen. Da ist aber auch nur ein Zug unterwegs. Der Zug ist der hier, der kann... Fährt 60, 55 Platz. Finanzenmäßig macht er Plus. Deswegen lassen wir den noch. Und 60 Leute ist mir ein bisschen zu viel, deswegen bauen wir den mal kurz dort oben. Also ist mir ein bisschen zu viel, was hier ist. So. Du wirst jetzt mal ins Depot geschickt. Einfach nur ins Depot. Mehr nicht verkauft oder sowas. Wir kaufen uns dafür... 1, 2, 3. So, bevor das Geld weg ist, habe ich die nämlich jetzt verkauft. Das ist ein Dreiachser. Okay, schick, 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 schick. Und die kommen jetzt hier drauf. So. Linien zuweisen. Und... Trebs und ab geht's mit 84 Platz. Hier warten wie viele Leute? 49. Das passt alles. So. Jetzt möchte ich noch gucken. Wir haben ja letzte Folge hier was umgebaut. 60 haben wir hier Platz. Das ist nice. Hier warten 78 Waren. Hier warten auch ein Haufen Waren. Das Schiffchen kommt gerade an. Das müsste Plus machen. Schön, das sieht richtig, richtig gut aus. Am Plus. Und die Stadt müsste auch relativ zufrieden sein. Ja, die ist relativ zufrieden, das freut mich auch. Wir könnten eigentlich auch, weil, sobald die Schiffe da, die Flugzeuge da sind und wir wissen jetzt, so funktioniert das Ganze, können wir auch mit Flugzeugen arbeiten. Das habe ich ja, mache ich ja eher seltener, weil es ja damals nicht funktioniert hat, so richtig. Und deswegen würde ich sagen, jo, können wir ja mal probieren, oder? Was haltet ihr davon? Könnt ihr ja mal unten abstimmen in die Kommentare. So, gucken wir mal kurz, was macht denn noch Plus, was macht Minus? Wir haben ja noch den Schiffchen, das, die Rigi nimmt jetzt auch Plus ein. Finanzenmäßig nicht viel, aber sie nimmt Plus ein.
Das ist schön, denn sie nimmt jetzt relativ gut viele Leute mit. Wir können natürlich auch sagen, okay, die Regie fährt noch ein bisschen weiter, die kann noch in die andere Stadt, die wir gerade unten beliefern, hinfahren. Also in die hier. Und das würde ich sagen, können wir auch machen. Da können wir vielleicht sogar noch ein zweites Bötchen, obwohl nee, zwei Boote sind, glaube ich, schon übertrieben, auf der ganzen Sache. Und da können wir sagen, okay, Risi, ja, okay, eigentlich richtig übertrieben ist es zwar nicht, aber es würde sich nicht richtig lohnen. Würde ich jetzt finden. Aber Rigi, wo bist du? Du bist hier. Linie 3. Wir erweitern die Linie 3 auf hier raus. Und dann sollte sie wieder an Todesfelsen anhalten und dann wieder hoch nach Drebs fahren. Schick, schick. Aber wir könnten gucken, vielleicht gibt es auch ein neues Boot. Naja, wir hatten hier ein neues Boot gehabt. Passagier. Schaffhausen. 100 Leute, 75 Leute und die Rigi, die hat 50 Leute, 22, 27, 26 km/h. Ich wäre eigentlich fast schon dafür, dass wir doch die Schiffhausen uns holen. Bin ich eigentlich wirklich dafür. Linien zuweisen. Scheiße. Hier Linie 3. Die muss ich mal benennen. Die benenne ich jetzt mal. Wir haben 16 Leute, die erwarten. Und das Schiffchen ist noch ein bisschen schneller. Ich glaube, das lohnt sich. So, das ist jetzt Drebs. Todesfelde. Und Schmieding. Nice. So, jetzt können wir mal gucken. Hier unten. Die Dings, die würde ich vielleicht doch verkaufen. Wir haben hier gerade mal 5 Leute. Fahr zurück und verkaufe dich bitte. Wie viel bringst du mir noch ein? Du bringst mir 94.000, das ist nichts. Eigentlich hätte man auch das Schiff dann so umbauen. Nee, egal, gut. Egal, egal, egal. So, hier, Haufen Kühe. Ach du Scheibenkleister. Wo ist denn mein anderes Schiff hier? Hier. Wir haben 72 Essen drinne. Also es lohnt sich schon. Finanzenmäßig bin ich mal gespannt, was der jetzt eigentlich einnimmt hier für diese Fahrt. 400.000. Ja. Okay, der macht richtig gut. Bloß muss man. Also, da ich habe überhaupt nichts dagegen. Also Schiffe machen relativ gut Plus auf die Entfernung. Wir können auch noch die nächsten zwei Städte hier anfahren. Mit dem Schiff und dann hier noch ein paar Autos dazu holen und man müsste eigentlich von hinten aufräumen. Ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich schon die nächste Stadt. Ah, wir haben 11 Millionen. Hatte ich denn vor kurzem mal Geldprobleme gehabt? So. Wir könnten aber auch mal andere Sachen anfangen. Aber erstmal würde ich eine neue Stadt anfahren, oder? Muss ich gucken, was die Uhrzeit sagt, aber ich glaube mal, wir machen schon Schluss. Ich habe ja fast die ganze Zeit durchgeredet und wir sind jetzt seit 15 Minuten ungefähr in der Aufnahme. Deswegen. Würde ich einfach mal sagen, Leute, war's das mit dem Part? Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen Daumen, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mann das Wort. Ciao, ciao.